von Zürich aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, machte man sich auf den Weg ins Wankdorf. Auch von Zürcher Hauptbahnhof starteten Extrazüge in unsere Hauptstadt. Herbert Zimmermann war mit einer Kameraequipe dabei. Zürich, 23. Mai. Ein Pfingstmontag, wie bereits viele andere zuvor, denn die Grasshoppers stehen wieder einmal im Cupfinale. Die Stadt ist ruhig und am Bahnhof bei den Extrazügen. Der Radio 24 Express an den Fußball-Cupfinal zwischen FC Schaffhausen und FC Grasshoppers. Abfahrt um 10.24 Uhr nach Bern. Gerade überbordend ist die Stimmung auch hier nicht. Der Vorverkauf für die beiden Extrazüge verlief nach Angaben der SBB nicht sonderlich stürmisch. Immerhin fanden sich heute noch einige ein, die sich, vielleicht auch vom schönen Wetter, dazu einladen ließen, nach Bern zu fahren. Draußen auf dem Perron blieb der Ansturm weiterhin mäßig. Auch die Zwischenhalte entlang der Strecke brachten wenig Neues. Die Zuschauer waren zahlreicher als die zusteigenden Fahrgäste. Pfiffe und erste Petarden waren wenig verheißungsvolle Stimmungsboten. Jetzt aber ohne Halt bis Bern. Noch immer schlagen die Wellen der Vorfreude nicht sehr hoch beim Großteil der Fans. Weiter vorne, dort wo Alkohol floss, herrschte aber doch Stimmung. Nun zumindest so etwas Ähnliches wie Stimmung. In Bern waren die militantesten der GC-Fans dann eingestimmt. Durch Pauken, Hörner und was sonst noch Töne von sich gab, erfuhren die Berner, dass die Grasshopper-Fans in der Land. Die Fans ließen sich gemütlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion chauffieren, während ein kleinerer Teil einen Umzug durch Berns Altstadt vorzog. Die Ankunft vor dem Stadion Wankdorf verlief für die Tramfahrer Frieden. Beim Wankdorf wurde die Stimmung dann nochmals gefiltert, denn am Eingang kontrollierten Polizei und Securitas, was die Fans so mit sich führten. Jene, die ohne Knallkörper angereist waren, hatten keine Probleme. Sie können sich ungetrübt auf diesen Cupfinal freuen. Auf dem Cupfinal freuen Sie sich jetzt noch. In 18 Minuten beginnt hier im Wankdorfstadion das Endspiel. Der Weg aber für die beiden Finalisten in diesem Final, der war ziemlich